herzlich willkommen hier zurück auf der Shifting Stage in Nürnberg. Mein Name ist Martina Wolf. Ein herzliches Willkommen an alle, die neu im Online-Stream bei uns dabei sind. Wir machen jetzt weiter mit unserer zweiten Keynote, gehalten von Thomas Voigt. Er wird uns berichten über Hochschule neu denken als kaputtes Spiel. Ein interessanter Titel. Thomas Voigt lehrt und lernt seit 2014 an der Technischen Hochschule hier bei uns an der OHM. Er war vorher schon mit dem Thema Gamification in der Wirtschaft unterwegs und leitet in Kooperation mit dem Deutschen Spielearchiv Nürnberg das Forschungsprojekt Empamos, über das sein Vortrag jetzt auch gehen wird. Viel Spaß dabei. Danke, vielen Dank. Ja, was für ein komischer Titel. Hochschule neu denken als kaputtes Spiel. Ja, ich glaube, die Redewendung, ich bin hier im falschen Film, die kennen Sie, glaube ich, alle. Tatsächlich, ich war gestern Abend im falschen Film. Ich war in einer Sneak Preview im Kino, und zwar einer Horror-Sneak Preview. Ich mag Horrorfilme, aber ich bin Spinnenphobiker. Und tatsächlich, gestern Abend lief der Film Sting, der erst in Deutschland ab 20.06. anlaufen wird. Und da geht es um eine Riesenspinne, die immer größer wird. Und wenn ich mich im falschen Film befinde, dann kann ich die Augen zumachen. Das habe ich auch gestern Abend ganz häufig gemacht. Wenn Sie in kaputten Spielen sind, dann ist es aber noch mal um mindestens Faktor 10 schlimmer. Weil in kaputten Spielen werden Sie zu Handlungen mehr oder weniger motiviert, gezwungen, zu denen Sie eigentlich keine Lust haben. Das heißt, da geht Ihnen das gesamte System so ein bisschen motivational gegen den Strich. Und das ist jetzt so ein bisschen die Hinleitung zu dem Titel Hochschule neu denken als kaputtes Spiel. Wie kommt es zu dieser Spielemetapher? Frau Wolf hat es gerade schon gesagt, es hat mit dem Forschungsprojekt Empamos zu tun. Und Empamos steht für empirische Analyse motivierender Spielelemente. Das heißt, wir fuchsen uns tief rein ins Spiel, und das machen wir schon seit 2016 tatsächlich. Und was wir machen ist, wir überlegen uns, okay, welche Spielelemente, die immer wieder in Spielen vorkommen, haben eine motivationale Bedeutung. Und diese Elemente, haben wir festgestellt, die stehen miteinander in Beziehung. Das Ganze bildet quasi ein motivationales System, und anhand dieses Logos, finde ich, kann man das schön sehen. Und uns geht es aber immer um das Thema Motivation, weil wir finden, dass Spiele etwas sind, was wir Menschen seit 5000 Jahren für uns gestalten und die wir alle freiwillig spielen. Und sobald die Freiwilligkeit weg ist und sie jemanden zum Spielen zwingen, ist der Spaß weg. Aber genau darum geht es in diesem Forschungsprojekt, nämlich um die Frage, wo steckt der Spaß im Spiel und wie kommt er dort hinein? Wenn wir das wüssten, dann können wir diesen Spaß tatsächlich auch in der echten Welt vielleicht anwenden. Ja, und auf einen Blick mal kurz zusammengefasst, worum geht es in diesem Forschungsprojekt? Es baut auf vier Thesen. Und die erste These ist, dass wir sagen, Spiele sind eigentlich Modellabbildungen. Das heißt, Spiele bilden die große Welt im Kleinen ab, und zwar so, wie sie ja eigentlich sein sollte, weil sie uns Menschen Spaß und Freude bereitet. Die zweite These bedeutet, dass wir glauben, dass wir aus Spielen, wenn dem so ist, lernen können müssten, was uns Menschen eigentlich anspricht und motiviert. Und die dritte These lautet, dass dann, wenn uns das gelingt und wir aus Spielen lernen könnten, wir eigentlich dieses Wissen auch allen Nicht-SpielexpertInnen zur Verfügung stellen könnten, die in der echten Welt Motivation gestalten wollen. Und natürlich denken wir da auch an Hochschullehre. Das heißt, der letzte Schritt, die letzte These bedeutet, dass wir den Kreis wieder schließen wollen. Das heißt, wir wollen dieses Wissen aus Spielen nutzen, um diese motivationsfördernden Strukturen vom Spiel auf die echte Welt zu übertragen, um dort Motivation zu designen, zu gestalten. Ja, hier werfen wir mal einen Blick auf unsere Datenbasis. Das ist jetzt ein bisschen, ja, Infoporn eines Informatikers, also der bin ich tatsächlich eben auch, aber tatsächlich damit forschen wir. Was Sie hier sehen, sind 50.000 empirische Evidenzen, und als empirische Evidenz bedeutet in unserer Forschung, dass wir wissen, welches motivational bedeutsame Element in welchem Spiel schon mal vorhanden ist. Und alle roten Punkte hier auf dieser Grafik sind motivational bedeutsame Spielelemente, die Sie alle kennen aus Spielen. Und die kleinen blauen Punkte, das sind alle Spiele, wo wir das herausgefunden haben, wo wir wissen, jawohl, das sind Spiele, die motivational funktionieren. Und wenn wir jetzt da Cluster-Algorithmen drüber laufen lassen, dann zerfällt plötzlich dieses Universum der Spiele in so kleine Subgalaxien. Und das Interessante ist, wenn wir da jetzt mal auf die größte hier reinzoomen und vor allem diesen Bereich hier rechts unten in den Blick nehmen, dann
sehen wir tatsächlich, welche Spiele sich dort gesammelt haben, welche sich dort angeordnet haben. Und es sind zum Beispiel die ganzen Malefiz-Spiele. Die kennen Sie vielleicht, Malefiz, noch aus der eigenen Kindheit. Man funktioniert ein bisschen wie Mensch, ärgere dich nicht. Man kann andere rausschlagen. Man muss irgendwo ankommen, um zu gewinnen. Und das kennen Sie, diese Mechanismen. Und genau hier sammeln sich um diese Spielelemente Ankommen, so nennen wir das, um Gegner zurückwerfen, Blockade, da sammeln sich genau diese Spiele, die mit diesen Mechanismen auch arbeiten. Und das fasziniert mich an dieser Spieleforschung, dass wir jetzt so ein bisschen die motivationale DNA von Spielen mal zu Gesicht bekommen und verstehen, okay, womit spielen eigentlich SpieleautorInnen, wenn sie unsere Spiele entwickeln? Welche Elemente, welche Zutaten kombinieren sie immer wieder aufs Neue in diesen Spielen? Ja, was fangen wir damit an? Erstmal fangen wir damit Folgendes an, dass wir besser verstehen, was in Spielen eigentlich abgebildet wird. Und da ist nochmal die erste These ganz wichtig, die ich gerade eben erläutert habe, dass wir glauben, dass Spiele einfach Modellabbildungen sind. Das heißt, in Spielen wird das abgebildet, was wir aus der echten Welt eigentlich ein Stück weit kennen. Und jetzt ist jedes Spiel so gebaut, dass es uns gewisse Grundformen ermöglicht, uns damit mit der Welt auseinanderzusetzen. Erstens setzt uns ein Spiel in ein Spannungsverhältnis zu anderen Menschen. Zweitens setzt es uns in ein Spannungsverhältnis, zumindest manche Spiele, zu besonderen Dingen, die wir ja vielleicht auch sammeln oder auch loswerden wollen. Und es setzt uns auch in ein Spannungsverhältnis zu besonderen Orten, an die wir kommen wollen, von denen wir aber vielleicht auch weg wollen oder dort bleiben wollen. Und zuletzt setzt uns jedes Spiel auch ein Stück weit in ein Spannungsverhältnis zu unseren eigenen Fähigkeiten. Das heißt, was können wir eigentlich? Welche Fähigkeiten können wir erwerben? Welche können wir anwenden? Wie gut sind wir eigentlich? Und diese Spannungsverhältnisse, wie werden die gestaltet in Spielen, damit es knistert, damit Motivation entsteht? Das ist unsere Fragestellung. Ja, und hier haben wir natürlich bei den Menschen es immer mit Gesellschaftsspielen zu tun, weil die meisten Spiele tatsächlich immer mit anderen Menschen gemeinsam gespielt werden. Dann gibt es die typischen Lauf-Zieh-Spiele, die kennen Sie auch alle, man muss irgendwo hinkommen. Das sind die Spiele, wo es um den Ort geht. Und es gibt die Spiele um die Dinge, die besonders sind. Das sind häufig irgendwelche Sammelspiele. Wer hat was in einer bestimmten Kombination? Das, was ich habe, will ich nicht mehr hergeben und so weiter. Bei den Fähigkeiten sind es typischerweise die Geschicklichkeitsspiele, wo es darum geht, bestimmte Fähigkeiten anzuwenden, zu erwerben. Denken Sie an die ganzen Quizspiele zum Beispiel. Und wenn man jetzt in diesen Kosmos mal hineinzoomt, so wie wir es gerade anhand unserer empirischen Forschungsdaten gemacht haben, dann erkennt man, dass es 16 spieltypische Archetypen gibt, die immer wieder in verschiedensten Kombinationen in den Spielen vorkommen. Und die kennen wir auch alle aus der echten Welt. Gehen wir mal in dieses Lauf-Zieh-Spiel hinein. Die Lauf-Zieh-Spiele funktionieren entweder so, man muss irgendwo ankommen, oder das Gegenteil kennen Sie auch, man muss irgendwo wegkommen. Und genau diese Exit-Games, die in den letzten 10 Jahren ja auch ganz steil nach oben gegangen sind, ist ein Archetyp, der diese ganzen Lauf-Zieh-Spiele, die nach Ankommenslogik funktionieren, so ein bisschen den Rang abgelaufen hat, zumindest in der modernen Spielentwicklung. Und wenn wir aber an einem Ort angekommen sind, dann wollen wir da vielleicht auch bleiben. Aber es gibt Kräfte im Spiel, die uns vertreiben wollen. Gegen die kämpfen wir an. Und dann gibt es noch Orte, die sind gefährlich. Da wollen wir im Spiel gar nicht hin. Von denen wollen wir fernbleiben. Bei den Dingen ist es so, das kennen wir, das typische Sammelspiel, wer zuerst so und so viele Punkte hat, wie jetzt zum Beispiel in der Hochschullehre ja auch, wer so und so viele ECTS-Punkte gesammelt hat, der kommt weiter. Das ist ein typisches Sammelspiel. Aber es gibt auch die umgekehrten Spiele, nämlich loswerden. Wie wäre es denn, wenn die Studierenden ECTS-Punkte bekommen und sie müssen sie im Laufe ihres Studiums loswerden? Und wer sie nicht losbekommen hat, ja, der muss halt länger studieren. Wäre eine andere Logik. Dann gibt es natürlich auch das Behaltenspiel im Sinne von, man hat was und es wird einem vielleicht weggenommen, aber man will es gar nicht wieder hergeben, weil es so toll ist, dieses Ding. Auch die Spiele gibt es. Und es gibt das Fernhaltenspiel, heißt, man will bestimmte Dinge gar nicht haben. Da schieben einen anderen Menschen irgendwelche Dinge zu, irgendwelche Karten. Die muss man wieder loswerden. Von denen will man sich fernhalten. Die will man gar nicht erst haben. Das ist eine andere Spiellogik. Ja, und bei den Gesellschaftsspielen, da ist es so, dass es eben ein positives Spannungsverhältnis geben kann zu anderen Menschen, wenn wir unterstützen wollen, wenn wir helfen wollen. Umgekehrt gibt es aber auch ein negatives Spannungsverhältnis, wenn wir uns von anderen Menschen absetzen wollen, wenn wir besser sein wollen. Das ist der typische Wettbewerb. Und dann gibt es noch die typische kooperative Spielform, wo wir alle gemeinsam ein Ziel verfolgen und uns gegenseitig eben daraufhin auch unterstützen.
Und bei der konfliktären Spielform, beim Konflikt, da dürfen wir sogar negativ in den Spielverlauf der anderen Spieler einwirken. Bei den Geschicklichkeitsspielen, und jetzt schlagen wir so ein bisschen die Brücke natürlich auch in die Hochschullehre, weil auch wir wollen natürlich die kognitiven Fähigkeiten unserer Studierenden nach vorne bringen. Da geht es typischerweise um das Erwerben von Fähigkeiten. Aber viele Rollenspiele haben auch eine negative Spannung zu Fähigkeiten, wo es eben genau darum geht, bestimmte Fähigkeiten wieder zu verlieren, die vielleicht gar nicht so positiv sind. Und dann gibt es noch zwei weitere Archetypen, nämlich wenn ich Fähigkeiten habe, wie kann ich sie anwenden? Oder ich habe eine Fähigkeit, aber es geht genau darum, die Fähigkeit eben nicht anzuwenden. So ein Spiel wie Zombicide zum Beispiel, da habe ich eine Fähigkeit und die will ich genau nicht anwenden, weil ich weiß, es ist schlecht fürs Team, obwohl sie gut für mich wäre. Und genau diese Dilemmasituationen sind es, in die uns Spiele natürlich als Spannungsverhältnis hineinbringen. Ja, was fangen wir damit an? Damit können wir tatsächlich jetzt mal die kaputten Spiele in den Blick nehmen, die wir bei uns in der Hochschule tatsächlich spielen. Ja, und da will ich Ihnen mal drei Spieler vorstellen. Einmal Pietro, er ist Student. Dann die Lisa, sie ist eine Doktorandin. Und wir gucken uns mal ein Spiel an, was tatsächlich Yvonne, eine Professorin an einer Hochschule hier, spielt. Erstmal zu Pietro. Er studiert Bachelor Informatik und arbeitet nebenher als Werkstudent in einem Softwarehaus. Er hat im letzten Semester ein Modul absolviert, wo er mit anderen Studierenden gemeinsam ein Projekt durchführen sollte, wo sie kooperieren sollten. Aber die Gruppenarbeit, die war für Pietro total anstrengend. Das Team hat sich am Ende total zerstritten und ja, es war einfach nicht gut, diese Erfahrung. Und deswegen hat Pietro beschlossen, er wird in Zukunft keine Module mehr belegen, wo irgendwo das Wort Gruppenarbeit in der Modulbeschreibung noch vorkommt. Davon hält er sich fern. Ja, was ist jetzt das kaputte Spiel von Pietro? Gucken wir uns das mal an. Diese 16 Spielarchetypen, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe, mit ihrer negativen und positiven Spannung, die können wir jetzt in den Blick nehmen und sagen, okay, welche davon treffen auf das kaputte Spiel von Pietro eigentlich zu? Und tatsächlich ist es so, dass die Dozentin, der Dozent, der hier Pietro im Modul hatte letztes Semester, eben diese Kooperation tatsächlich fördern wollte und gesagt hat, Mensch, ich mache da ein tolles Lehrprojekt und die Studierenden sollen kooperieren. Weil dann erwerben sie bestimmte Fähigkeiten, die sie dann natürlich in der Prüfung wieder anwenden und dafür bekommen sie einen Gewinn in ihrem Sammelspiel zu den ECTS-Punkten. Aber genau an der Stelle ist Pietros Spiel kaputt gewesen. Diese Kooperation ist total in die Hose gegangen. Er hat sich gefühlt wie im falschen Spiel, weil sich am Ende eben alle zerstritten haben und dieses Spiel die Kooperation nicht wirklich gefördert hat. Man hat zwar gesagt, kooperiert, aber man hat es schlecht designt. Und deswegen hat Pietro gesagt, okay, mein Spiel ist in Zukunft ein anderes. Ich will von dem Ort, wo Gruppenarbeit vorausgesetzt wird, in Zukunft fernbleiben, weil meine ECTS-Punkte, um die es hier geht, in meinem Sammelspiel, die kriege ich auch mit weniger Stress. Ja, und schon sind wir eigentlich in einem kaputten Spiel, weil es ist schade, dass hier was misslungen ist in der Lehre und jetzt Studierende tatsächlich so agieren. Und glauben Sie nicht, dass das jetzt hypothetisch ist. Mich hat ein Student mal angeschrieben und gefragt, Herr Voigt, in Ihrer Masterveranstaltung gibt es da Gruppenarbeit? Und ich habe zurückgeantwortet und gesagt, ja, natürlich. Antwort vom Studenten war, dann melde ich mich wieder ab. So, und diese kaputten Spiele gibt es eben tatsächlich zuhauf an unseren Hochschulen. Ja, Lehre als kaputtes Gesellschaftsspiel ist hier das Fazit. Gucken wir mal auf Lisa. Lisa ist eine Doktorandin und sie hat sich wahnsinnig gefreut, als ihr Professor nach dem Studium sie gefragt hat, ob sie nicht eine befristete Stelle annehmen will für eine Promotion. Die ist zunächst auf 2 Jahre befristet. Bislang hat sie aber in diesen Jahren eigentlich nur Artikel für ihren Prof geschrieben. Selber kam sie gar nicht groß zu ihrer eigenen Forschung, wenn dann nur am Abend oder am Wochenende. Und damit ihre eigene Stelle verlängert wird, muss es jetzt langsam mal Drittmittel geben, die sie selber auch mit Forschungsanträgen natürlich sammeln muss. So, Lisa fühlt sich mittlerweile überlastet, hat Angst, ihre Stelle zu verlieren und zweifelt mittlerweile an ihrer Kompetenz. Ja, auch hier wieder ein kaputtes Spiel, diesmal in einer ganz anderen Sphäre einer Hochschule. Und jetzt gucken wir uns genauso mal unter der Linse des Spiels Lisas Spiel an. Diese 16 Archetypen, da treffen jetzt folgende auf Lisa zu, weil es geht ja in so einer Promotion natürlich darum, Fähigkeiten anzuwenden in der Forschung, die man natürlich auch hat. Und das macht sie natürlich auch, aber sie wendet sie an, um Forschungsanträge zu schreiben, um Drittmittel zu akquirieren.
Da spielt sie ein Sammelspiel. Sie muss Drittmittel sammeln und das Ganze macht sie in einem Wettbewerb natürlich mit ganz vielen anderen Forschenden, die natürlich auch an dieselben Töpfe ran wollen und die vielleicht im gleichen kaputten Spiel wie Lisa sind, nämlich dass sie gezwungen sind, dieses Bleibespiel zu spielen, weil es Kräfte gibt, die sie von ihrem Ort, wo sie eigentlich ihre Forschung machen möchte, wieder vertreiben werden, weil wenn es ihr nicht gelingt, diese Drittmittel rechtzeitig zu akquirieren, ist sie halt wieder weg, weil ihre Stelle nicht verlängert wird. So, und genau an der Stelle ist dieses Spiel eben für Lisa kaputt, weil diese Archetypen für sie einfach so in der Form motivational nicht mehr funktionieren. Promotion als kaputtes Lauf-Ziehspiel könnte man hier subsumieren. Gucken wir uns jetzt mal Yvonne an. Kommen wir quasi mal auf die Ebene des akademischen Establishments, die schon längst ihre entfristeten Stellen haben. Aber auch die können von diesem System durchaus demotiviert werden. Yvonne lehrt seit 2 Jahren an der Hochschule, war vorher 6 Jahre in der Industrie und jetzt, nachdem alle Lehrveranstaltungen eigentlich einmal gehalten worden sind, möchte sie wieder einsteigen in die Forschung. An ihrer Hochschule kann sie aber tatsächlich eine Forschungsermäßigung bekommen, dafür muss sie einen Antrag stellen bei der Hochschulleitung. Dafür ist es aber wichtig, dass sie ausreichend Drittmittel hat und schon eingeworben hat und dass sie auch schon gezeigt hat, dass sie eben auch gut publizieren kann. Das heißt, Publikationen und Drittmittel braucht sie dafür. Mit ihrem vollen Lehrdeputat mit 18 Semesterwochenstunden kommt Yvonne aber nicht wirklich zum Forschen, da bleiben ihr nur die Semesterferien. Und deswegen will sie natürlich Deputat loswerden, weil sie sagt, Mensch, dann habe ich mehr Zeit zum Forschen. Gucken wir uns mal Yvonnes Spiel an. Bei Yvonne ist es so, dass sie tatsächlich auch Fähigkeiten anwenden möchte in der Forschung. Und jetzt ziehen wir ihr Spiel mal von hinten auf, also rückwärts. Um diese Zeit zu bekommen, muss sie Deputat loswerden. Das heißt, sie spielt das Loswerden-Spiel. Aber um etwas loszuwerden, ja, da muss sie im Wettbewerb natürlich sich durchsetzen bei diesen Anträgen in ihrer eigenen Hochschule mit ihren Publikationen, mit ihren Drittmitteln. Und dafür muss sie natürlich was sammeln. Klar, was sammelt sie? Publikationen und Drittmittel. Aber genau womit? Ja, mit ihren Fähigkeiten und der Zeit, die sie investieren muss. Und jetzt, an der Stelle, bin ich wieder bei diesem Ameisenlauf von Christina am Anfang. Jetzt beißt sich die Katze nämlich in den Schwanz, weil genau diese Zeit fehlt ihr ja. So, das heißt, jemand, der frisch berufen worden ist an eine Hochschule und nach vielen Jahren in der Industrie wieder den Einstieg machen will in die Forschung, der erlebt tatsächlich Forschung als ein kaputtes Sammelspiel, weil es ihm schwerfällt, diesen Einstieg zu bekommen. Ja, jetzt ist die Frage natürlich, Sie alle haben sich mit dem einen oder der anderen hier vielleicht identifizieren können. Sie kennen diese Spiele wahrscheinlich aus eigenem Erleben ein Stück weit. Jetzt ist die Frage aber, wie lassen sich diese Spiele reparieren? Und an der Stelle möchte ich jetzt eben auf unsere Forschungsergebnisse wieder zu sprechen kommen, nämlich auf diese motivational bedeutsamen Spieldesign-Elemente. Denn Spieldesigner und Designerinnen sind MeisterInnen darin, Aktivitäten motivational und freudvoll zu gestalten. Und ich glaube, dass wir von Ihnen und Ihrem Handwerk sehr, sehr viel lernen können. Und diese hier insgesamt rund 100 Spieldesign-Elemente, die wir in den letzten 8 Jahren auch aus Tausenden von Spielen herausdestilliert haben mit unseren Forschungsmethoden, die können dazu beitragen, dass Motivation entsteht. Und Motivation entsteht zum Beispiel, wenn wir etwas tun, was für uns von Bedeutung ist. Bedeutung heißt, dass das, was wir tun, für uns oder für andere sinnvoll ist, weil wir damit ein wichtiges Ziel verfolgen können. Und was Sie hier rot eingefärbt sehen, sind alle Beziehungen zwischen diesen Elementen, die wir in Spielen finden können, die das Thema Bedeutung auf eine motivational fruchtbare Art herausarbeiten. Der nächste Faktor ist aber tatsächlich die soziale Eingebundenheit, denn auch das motiviert uns Menschen, wenn wir uns sozial anerkannt und eingebunden von anderen Menschen auch fühlen. Und das ist ja genau das Problem von Pietro gewesen. Er hat diese Kooperation überhaupt nicht mit einer sozialen Eingebundenheit erlebt. Im Gegenteil, am Ende haben sich alle zerstritten. Und das ist eine misslungene Kooperation. Und jetzt können wir uns von den ganzen Spieldesignern, die eigentlich kooperative Spiele designen und auch zeigen, wie Kooperationen gestaltet werden können, wahnsinnig viel abschauen. Und was Sie hier sehen in diesem Teilgrafen, sind alles Beziehungen, die wir gefunden haben in Spielen, die das Gefühl der sozialen Eingebundenheit als Motivationsfaktor erhöhen können. Als nächstes haben wir natürlich auch Autonomie erleben. Das heißt, dieses Gefühl, dass wir selbst bestimmen können, wo es lang geht, was wir tun. Die negative Form ist die Fremdbestimmung. Und genau darunter leidet offensichtlich ja auch Lisa, weil sie merkt,
Ich kann hier gar nicht selber entscheiden, was ich forsche, was ich mache. Ich bin gezwungen eigentlich, meine eigene Forschung immer hinten anzustellen, weil ich irgendwelche anderen Anträge jetzt schreiben muss. Und das ist eine Form von Autonomieverlust in Ihrem Bleibespiel, was Sie hier spielen muss. Als nächstes, und das ist der vierte Faktor, haben wir natürlich auch Kompetenz erleben. Wenn wir in Spielen gut sind, wenn wir merken, wir können was, wir lernen Neues dazu, dann motiviert uns das. Wenn wir uns aber im Gegenteil nicht mehr als handlungsfähig erleben, dann ist das genau das, was Yvonne hier erlebt, weil sie möchte ja handlungsfähig sein, sie möchte forschen, aber das Spiel ist so konstruiert, dass sie den Einstieg in dieses Forschungsspiel überhaupt gar nicht erst bekommt. Es wird ihr wahnsinnig erschwert. Und das sind genau alles Beziehungen aus diesem Graphen, die wir kennen, wie Spiele es aber besser machen können. Ja, und jetzt gucken wir uns mal ein kleines Beispiel an, nämlich genau diese eine Beziehung, Handicap und Ressourcen. Handicap ist ein Spieldesign-Element. Das haben wir benannt mit, es ist der Ausgleich eines Nachteils. Das heißt, diejenigen, die im Spiel vorne sind und gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen und ganz stark sind, die werden ein bisschen benachteiligt. Oder alternativ, die hinten sind, die werden bewusst bevorteilt. Und das könnten wir jetzt machen, indem wir sagen, okay, diese Ermäßigungsstunden, die eigentlich Yvonne braucht, um den Einstieg in die Forschung zu bekommen, die skalieren wir nicht linear und proportional, sondern tatsächlich logarithmisch. Logarithmisch heißt in dieser Funktion, dass selbst diejenigen mit geringer Forschungsleistung, weil sie eben noch nicht so viel leisten können am Anfang ihrer professoralen Karriere, ein bisschen mehr von diesen Ermäßigungsstunden bekommen, proportional, als diejenigen, die natürlich schon ganz, ganz viel Forschungsleistung erbringen, weil auch hier gilt dieses alte Sprichwort aus der Bibel, wer hat, dem wird gegeben. Und das Prinzip ein bisschen zu durchbrechen, ist dieses Handicap, dieser Handicap-Mechanismus. Und genau diesen Mechanismus haben wir bei uns an der Fakultät Informatik installiert. Das heißt, bei uns läuft das genauso ab, damit neu berufene Professoren eben bei diesem Forschungsspiel von vorneweg ein bisschen Rückenwind bekommen und nicht gleich demotiviert werden. Ja, das heißt für uns jetzt, was können wir tun, um die Hochschule der Zukunft zu gestalten? Ich glaube, dass die Hochschule der Zukunft eine ist, wo vor allem das Thema Motivation eine viel, viel größere Rolle spielen muss. Weil wir sind einfach im öffentlichen Dienst, ganz ehrlich, in ganz vielen Bereichen, was das Finanzielle angeht, nicht wettbewerbsfähig mit den anderen Anreizsystemen aus der Wirtschaft. Wir sind darauf angewiesen, dass die Leute, die bei uns arbeiten in der Verwaltung, aber auch die Professorinnen und Professoren und natürlich die Studierenden, die sind ja eigentlich freiwillig hier, die wollen was lernen und denen, und das hat Isa Janke gerade so schön wunderbar erklärt, denen müssen wir Aktivitäten bieten, wo sie besser lernen und da müssen wir sie auch motivieren. Und da glauben wir einfach, dass in Spielen so viel Potenzial schlummert, so viele Lösungen, von denen wir uns inspirieren können, um diese kaputten Spiele tatsächlich zu reparieren. Ja, und jetzt tatsächlich am Ende sind wir in Portugal angekommen. Wir haben den Vortrag in Bamberg begonnen, in diesem Horror-Sneak-Preview. Jetzt sind wir aber in Portugal. Warum? Ich hatte einen Studenten aus Porto, der an unserer Fakultät war, und der kam mal zu mir und hat gesagt, Herr Voigt, wissen Sie eigentlich, was Empamos auch heißt? Empamos ist nämlich tatsächlich ein Verb aus dem Portugiesischen, das heißt empar im Infinitiv, und empar kommt aus dem portugiesischen Weinbau. Und da bedeutet Empar den Wein an der Rankhilfe befestigen, damit er besser emporwachsen kann und natürlich auch bessere Trauben gibt. Und in diesem Sinne möchten wir auch unser Forschungsprojekt Empamos verstanden wissen, weil wir bieten Rankhilfen für kreative, spielerische Ideen, an denen eben unsere Ideen emporranken können, weil wir uns einfach ein Vorbild nehmen können an Spielen, die uns zeigen, wie motivationales Design geht und funktioniert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Und ich habe gerade schon gespitzt im Chat, es sind jede Menge Fragen gekommen, die Maxi jetzt gleich vorlesen wird. Genau, und zwar wieder viele applaudierende Hände. Dr. Annabel Kramp fragt, mich würde hier der Einfluss von den großen Online-Games interessieren, WoW, LOL, Fortnite etc. Insbesondere, was passiert motivational auf der Ebene der Selbstidentifikation mit und durch den Avatar? Ja,
Ich fange mal mit dem letzten tatsächlich an. Der Avatar ist auch eines der motivational bedeutsamsten Spieldesign-Elemente, die wir auch schon früh gefunden haben. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel den persönlichen Avatar, wo man sagt, jawohl, das bin genau ich in dem Spiel. Weil die Frage stellt sich jeder Spieler, hey, wo bin ich eigentlich in diesem Spiel? Und der Avatar ist unser Stellvertreter, an dem werden wir tatsächlich im Spiel auch sichtbar. Dann gibt es aber auch die persönliche Avatar-Gruppe. Das heißt, man spielt gar nicht eine Figur, sondern es gibt mehrere Figuren, die ich alle auch persönlich spielen kann. Also ein ganzes Team an Avataren steht mir zur Verfügung. Und es gibt in Spielen natürlich auch den gemeinsamen Avatar. Das heißt, wir beide spielen zum Beispiel ein und dieselbe Figur, die teilen wir uns, wird zum Beispiel in kooperativen Spielen auch gerne verwendet. Und es gibt die gemeinsame Avatar-Gruppe, wo wir beide gemeinsam mehrere Avatare auch spielen. Und der Avatar ist in der Form eben tatsächlich ein Spieldesign-Element, was genau für diese Identifikation mit dem Spiel und wo bin ich tatsächlich enorm wichtig ist. Und diese großen Online-Spiele wie World of Warcraft waren tatsächlich in den 2010er Jahren, also 2010 war es genau, als Shane McGonigal, eine große Spieldesignerin, einen ganz tollen TED-Vortrag gehalten hat und gesagt hat, wie kann es sein, dass Millionen von jungen Leuten so viel Zeit in World of Warcraft verbringen in diesen Online-Spielen und wir in der echten Welt diese Motivation, diese Energie eigentlich viel, viel besser gebrauchen könnten. Mhm. Und da hat sie damals gesagt, Mensch, können wir uns nicht an World of Warcraft von diesen Online-Spielen ein Vorbild nehmen? Was machen die eigentlich anders? Und das war so ein bisschen der Urknall zu dem, was man heute auch Gamification nennt, weil man sagt, Mensch, diese motivationale Kraft, die können wir in der echten Welt sehr gut brauchen. Nur wussten wir damals 2010 noch nicht, wo genau steckt der Spaß im Spiel und wo kommt er hinein? Mhm. Vielen Dank für die Beantwortung. Weiter fragt Finn Lübber, gibt es bereits Veröffentlichungen zu diesem Thema? Oh ja, die gibt es. Jede Menge. Wir sind ein großes Team von mittlerweile 12 Menschen, die hier tatsächlich eng zusammenarbeiten und kooperieren, um dieses Forschungsprojekt seit jetzt mittlerweile knapp 8 Jahren auch weiter voranzubringen. Und da haben wir alle in wechselseitigen Konstellationen, ob in der Wirtschaft, ob im Kulturbereich, im Sozialbereich, im Didaktikbereich, zu all diesen Bereichen gibt es tatsächlich Publikationen, wo ja unser Team wechselseitig Artikel auch veröffentlicht hat. Mhm. Diplom-Ingenieurin Gerda Huber fragt, was ist, wenn die Motivation von Studierenden nicht das Lernen, sondern das Sammeln von ECTS ist? Dann ist es ein kaputtes Spiel. Mhm. Weil genau dieser Satz, den ich mal gehört habe von einem Bildungsforscher, der gesagt hat, früher war Bildung die Einweihung in Wissen. Heute ist es die Abrichtung auf Wissen und ich würde fast sagen, die Abrichtung auf ECTS-Punkte, weil genau das erlebe ich bei meinen Studierenden auch. Sie wählen ein bestimmtes Fach nicht, weil es ihnen nicht genug ECTS-Punkte gibt, beziehungsweise sie wählen ein anderes Fach, weil sie wissen, da kommen sie leichter an die ECTS-Punkte. Das heißt, der motivationale Fluchtpunkt im Denken der Studierenden verlagert sich weg vom Inhalt hin zu diesen Punkten. Wir haben sie abgelenkt, wir haben sie abgerichtet auf ein falsches Ziel und sie davon wieder wegzubekommen, ja, das kennt jeder Hochschullehrende, ist gar nicht so einfach. Mhm. Dr. Annabel Krampf fragt weiter, bisher habe ich mich nur mit narrativen Aspekten beschäftigt, aber was passiert kognitiv, motivational durch Selbstnarration? Narration ist tatsächlich ein Thema, was sehr verwandt ist mit dem Spiel, weil Narration und Geschichten erzählen ist etwas, was wir genauso seit Tausenden von Jahren wir Menschen tun. Und warum erzählen wir uns Geschichten? Wir erzählen uns Geschichten, weil wir in Geschichten mitbekommen, Mensch, was ist jemandem passiert und das könnte mir vielleicht auch passieren und daraus kann ich lernen. Deswegen sind Geschichten für uns Menschen etwas, wo wir wissen, schon seit Tausenden von Jahren tradieren in Geschichten. Geschichten sind quasi eingefrorene Handlung. Spiele hingegen sind Handlungsoptionen. Das heißt, in Spielen können wir selber entscheiden, in Spielen können wir uns selber in einem geschützten Raum ausprobieren. Aber beide Sphären, beide kulturellen Sphären, die des Spiels und die der Narration, berühren sich genau in diesen Archetypen. Denken Sie an den Fluchtarchetyp, an die Suche im Spiel, an die Verfolgung. Das sind alles auch Erzählarchetypen, die sich im Spiel tatsächlich auch wiederfinden. Nur, wie gesagt, der große Unterschied ist, in Spielen kann ich selber ausprobieren, bin ich selber aktiv. In einer Geschichte bin ich passiver Konsument. Und deswegen eben genau die Idee, nicht von einem falschen Film, sondern von einem kaputten Spiel zu sprechen. Und mit Blick auf die Zeit und der Bitte um eine knappe, kurze Antwort, um diese noch beantworten zu können, diese Frage, wie können Lernprozesse mit Avataren gefördert werden?
Indem man zum Beispiel genau in dieser Online-Welt, da wo die Studierenden ja heute auch unterwegs sind, dass man dort die Studierenden sichtbar macht. Mit den Dingen, die sie vielleicht erworben haben, die sie können, mit ihren Fähigkeiten und dort diesen Fähigkeitszuwachs, der häufig ja nicht direkt wahrnehmbar ist, tatsächlich auf einer symbolischen Ebene auch darstellt. Das können wir uns von Spielen wunderbar abschauen. Super, dann bedanke ich mich. Sie bleiben noch kurz bei uns. Vielen Dank. Wir sind jetzt schon wieder am Ende dieses Slots. Wir machen in 5 Minuten weiter und bleiben in der Spielewelt. Und da wird es, glaube ich, noch mehr um Avatare vielleicht gehen, wenn wir zu Multiplayer-Online-Games etwas hören von Thomas Bröker. Bleiben Sie uns gerne erhalten. Tschüss an Sie im Livestream.